Was da? Ja, du musst den Knopf treffen, nicht die daneben. Jetzt geht's los. Wir sind hier in Eschweiler auf der großen Sommerkirmes. Dieses Jahr vom 14. bis 23. Juni. Mein Name ist Frank Groß. Ich bin hier Mitveranstalter zusammen mit meinem Organisationskollegen Hans-Otto Grass. Wir haben diese bunte Kirmesvielfalt für euch zusammengestellt, um möglichst viel Abwechslung und viel Darbietung nach Eschweiler zu bringen. Ihr habt ja in diesem Jahr eine ganz tolle Beschickung. Wie habt ihr das hinbekommen? Ja, wir haben ein ganz besonderes Auswahlverfahren. Natürlich nach den altbekannten Bewertungsmustern. Haben einen frühen Termin dieses Jahr im Juni. Das heißt, wir haben nicht so viele parallel laufende Veranstaltungen hier in der Region. Von daher sind uns sehr, sehr viele Bewerbungen eingereicht worden und wir konnten da wirklich aus den Vollen schöpfen und haben hier für unsere kleine Sommerkirmes in Eschweiler die Crème de la Crème und das Beste an Fahrgeschäfte, die hier auch noch nie vorher vertreten waren, zusammengesucht. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir hier in Eschweiler immer versuchen, ganz viel Neues zu bieten. Ganz klar, wir hatten ja heute mit dem Pfarrer Ellinghaus, der ist extra angereist, eine Geschäftssegnung. Es handelt sich hierbei um die Laufgeschäft-Neuheit, eine Neuheit für Deutschland. Lost, ein Escape-Adventure. Da hat die Familie Weber es sich nicht nehmen lassen, diese Einweihungsparty natürlich hier in Eschweiler auf der Sommerkirmes zu vollziehen. Ja, ich gratuliere euch ganz herzlich zu eurem neuen Laufgeschäft und ihr habt damit euch eine neue Perspektive geschaffen, Menschen Freude zu schenken. 1, 2, 3, ja. Hallo. Sagenhaft. Perfekt. So, hier ist die Kirmes offiziell eröffnet. Dankeschön. Mein Name ist Nadine Leonard, ich bin die Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler. Die Kirmes ist das Highlight mit des Jahres. Die Menschen freuen sich das ganze Jahr darauf. Gehen Sie auch gerne selber auf die Kirmes? Ich gehe schon gerne selber auf die Kirmes, allerdings eher auf die Langsamfahrgeschäfte. Die ganz schnellen, die überlasse ich lieber den jungen Leuten. Wie ist denn das mit dem Riesenrad da vorne? Das ist okay, da habe ich kein Problem mit. So, zu einer guten Kirmes gehören natürlich auch die kulinarischen Spezialitäten. Ja. Was können Sie da empfehlen? Also für mich ist es eigentlich immer wichtig, mal was Neues auszuprobieren. Wir haben ja dieses Mal auch wieder ein paar neue Sachen und ich glaube, einfach mal durchzugehen und zu gucken, was gut ist. Ich persönlich finde es auch immer ganz gut, wenn man so diese ganz traditionellen Sachen, also eine Currywurst und Pommes, finde ich auch super. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß und es ist eine herrliche Kirmes hier. Ein fantastischer Ort mit tollen Musikkapellen. Ne? Finde ich auch. Dafür ist ja auch Eschweiler bekannt, nicht wahr? Ja, wir haben viele Vereine, wir haben viel Musik und das merkt man natürlich auch hier, die Leute feiern einfach gerne. Ja, vielen Dank und eine schöne Kirmes. Ja, wünsche ich auch und alles Gute. Na, mein Name ist Wolfram Markus, ich bin Abgeordneter im Städteregierungstag Aachen für die SPD-Fraktion und 58 Jahre alt und lebe und arbeite in Eschweiler. Welche Bedeutung hat für Sie so die Kirmes in Ihrer Stadt? Ja, ist ein ganz wichtiger Faktor, der ab und zu nach Eschweiler kommt und den Jugendlichen, sage ich jetzt mal, eine willkommene Abwechslung bereitet. Aber nicht nur die Jugendlichen, sondern auch Familien und so weiter, die einfach mal aus dem Alltagstrott rauskommen und vielleicht mal die Sorgen vergessen lassen. Finden Sie, dass die Kirmes auch irgendwie ein Kulturgut ist oder einfach nur so ein Brauchtum? Ich glaube, eine Mischung zwischen beiden. Also ich mit 58 kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe sogar mal mein Taschengeld aufgebessert mit einem Kirmesjob, ne? Autos, Scooter parken. Das war immer der Treffpunkt schlechthin, wenn die Kirmes da war. Dann haben sich die Klicken auf der Kirmes getroffen und also wirklich eine Mischung zwischen Brauchtum und Kultur auch. Ja. Wir leben ja in einem digitalen Zeitalter und ich finde es auch mal wichtig, irgendwie was analog zu erleben. Und eine Kirmes ist ja dafür auch das Richtige, weil da trifft man sich mit der ganzen Familie, trifft seine Freunde und so weiter. Was meinen Sie dazu? Wie gesagt, das ist eine willkommene Abwechslung, um aus dem Alltag mal dem Alltag zu entfliehen. Hier mal einfach mal abschalten und Spaß haben. Ne? Denken Sie, dass die Kirmes geschützt werden muss auch irgendwie? Weil das wäre ja traurig, wenn es das irgendwann nicht mehr geben würde. Weil es gibt ja viele Traditionen in Deutschland, wie zum Beispiel das Schützenfest, die Kirmes und so weiter. Und ich denke mal, so ein Brauchtum ist auch wichtig für ein Land, ne, oder? Auf jeden Fall, die Kirmesbetriebe, die Schausteller, das führt ja teilweise zig Generationen zurück, seit man die halt ihr Fahrgeschäft betreiben. Und ich finde schon, dass es ein schützenswertes Gut ist. Und das ist eine interessante Sache, die man vielleicht mal auch in die Politik mitnehmen kann.
Ja, ich denke mal, dass die Kirmes auch ein Ort ist der Völkerverständigung, weil hier ist jeder willkommen, egal welche Religion er angehört oder welche politische Einstellung er hat. Wir kommen alle zusammen und können friedlich zusammen hier über den Platz gehen und das genießen. Also ich finde das ganz, ganz wichtig. Sehe ich genauso. Mir ist völlig egal, von wo jemand kommt. Solange er friedlich ist, dann denke ich mir, findet man auch nur Freunde untereinander. In diesem Sinne, vielen Dank für das nette Interview und auf eine gute Kirmes. Und abschließend noch eine Frage, fahren Sie hier auch irgendwo mit? Ich habe im Moment viel mit dem Rücken zu tun und da werde ich mich hüten. Aber ich werde überall mal meine Nase reinschicken. So, es gibt auf der Kirmes nicht nur Fahrgeschäfte, sondern auch kulinarische Spezialitäten und eine tolle Ausschenke. Und die gibt es ja en masse hier. Wird man sie da auch finden? Alkohol heute nicht, muss noch fahren. Aber ich denke mir, in den nächsten Tagen werde ich auch mal ein kühles Blondes hier trinken und auch lecker essen. Alles klar, vielen Dank und eine schöne Kirmes noch. Auch so, vielen Dank. Ich habe heute einen Gast aus den Niederlanden, ja, von niederländischem Fernsehen. Stimmt. Und du machst die Werbung, beispielsweise die Uedener Kirmes. Ne? Ja, das stimmt. Und da haben wir immer ab 2007 haben wir zum ersten Fernsehen gemacht mit einer Story und für Kinder. Und später ist das für Erwachsene geworden, so Interviews und mhm. Ja. Und ich spiele dann Typen, so wie eine alte Dame aus 1970. Ja? Ja. Sehr cool. Und ja. Ich habe dich heute mal nach Eschweiler geholt, weil ja. Ich gesagt habe, hier ist eine super Kirmes mit einer mega Beschickung. Ne? Ja, stimmt. Und was sagst du, wie gefällt es dir? Ja, sehr schön. Und alles so klein aufeinander, aber die Sphäre ist, ja, ist super. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber besser als von Pascal. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist dein Deutsch besser als mein Niederländisch. Ja, das stimmt, das stimmt. Und hier ist ja auch noch Lost, ne? Ja. Das ist so ein Escape-Laufgeschäft, ne? Ja. Und das ist in Deutschland ganz neu. Und das, okay, war ja vorher in den Niederlanden. Ja, das stimmt. Das ist in Eindhoven gewesen, ja, in Uden, glaube ich. Ja. Und ja, das ist sehr schön, dass all die Attraktionen so über die Grenzen gehen. Und das ist auch sehr grün hier. Und wenn du mal hier rüber, ja, guckst. Und Berge. Ja, wir haben in Holland keine, richtig, Berge. Richtig, guck mal, hier hinten fängt, ja, die Eifel an. Ne? Sehr schön. Die Eifel kennst du ja, ne? Ja, aber ich habe Höheangst. Ja, das ist so. Aber ich sitze gemütlich mit dir. Richtig. In dem Gondel. Und wann geht das los mit den Kermes TV in Uden? Wann geht das los? Das fängt an ab der 14. Juli. Dann fängt das Journal an. Wir haben zuerst dieses Jahr ein Journal und wir gehen hinter der Kulissen, so wir gehen hinschauen beim Strom, beim Wasser, bei Kinderschule haben wir in Holland, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch ist, einen Wagen, wo die Kinder, ja, nach Schule gehen. Hat man das in Deutschland auch, oder? Ja, gibt es auch. Oh, das gibt auch. Na, das geht ja, genau, hin und dann mache ich mit Schausteller Interviews, auch mit deutschen Schausteller, die nach Uden kommen. Sehr schön ist das, die Sound Machine und viele andere, ja, Hurricane und so. Und auch mit den niederländischen Schausteller sind wir da. Und wir machen dann, davor machen wir Kirmes mit dem Aufbau, dann können die Leute sehen, wie der Aufbau geht. Und dann am 19. dann fängt das an, die Kirmes in Uden. Sehr schöne Kirmes, ja, ein Regio-Kirmes, nicht ein Dorf- oder eine Stadt-Kirmes, aber ein sehr schwervoller Regio-Kirmes. Ich habe Höheangst und jetzt auch noch im Grunde. Ja, oh mein Gott. Du hast ja gesagt, dass du nicht, ja, gerne schnelle Geschäfte fährst. Ne? No. Aber jetzt bist du am Riesenrad auch schnell, oder? Oh mein Gott. Aber ich sitze gemütlich mit dir jetzt, ja, richtig, oder? Genau. Und mit der Kirmes Markus habe ich immer gewünscht. Ja, das meine ich, immer. Echt? Ja, sehr. Ich schaue schon lange deine Filme. Klasse. Und wie hat es dir gefallen? Ja, schön, Markus. Die Sonne scheint. Richtig. Du kommst ja aus Uden, ne? Ja, das stimmt, Uden. Und das ist in den Niederlanden, in die Dreieck Nijmegen, Eindhoven und Den Bosch, Sertogenbosch.
Und da mittendrin ist Uden. Und geht es auch ab und zu mal in den Freizeitpark? Ja, ich habe ein Abonnement, dass ich hier jederzeit in das Park konnte, von 1998 bis 2000. Es ist ja auch so, dass Efteling irgendwie zu Niederlande dazugehört, ne? Oder? Ja, Efteling ist ein, das war in 1952, sehr lange her, war das Spielteil heißt das in Holland, Spielteil. Und da war nur Schaukeln und da kann man ein großes Park spazieren gehen. Mhm. Und jetzt ist das ein großes Park mit Achterbahnen und Märchen. Sehr groß ist das jetzt geworden. Und da war ja ein bekannter Künstler und Schriftsteller aus den Niederlanden. Ne? Ja, Anton Pieck. Und der hat da damals die Märchen hingebracht. Ja, ne? Stimmt. Mhm. Und mit den Märchen kam zu seiner Zeit der Python, ein Achterbahn und ein Schiff, das so geht und ein Wasserbahn und alles. Ich denke, 25 Jahren ist da so viel beigebaut. Und jetzt immer noch. So, wir gehen mal eine Runde über den Kirmesplatz. Ja. Und in den Niederlanden heißt das nicht Kirmes, sondern Kermes. Kermes, ne? Ja. Was ist eigentlich der Unterschied? Kein Unterschied. Kirmes ist auf Deutsch und Kermes ist das auf Hollandisch. Aber das kommt, habe ich gehört, von der Kirche, von früher. Von Kirchweih heißt ja, das. Ja. Hm? So, das habe ich gelernt, aber... Ich bin schon alt, Markus. So wie ich. Nee, wir sind noch jung. So, ich zeig das mal gerade hier. Ja. Hier ist ja das wunderbare Riesenrad. Ne? Ja. Und da waren wir ja gerade drauf. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Ne? Das hat richtig Spaß gemacht, ja sicher. Und ich habe normalerweise Höheangst, aber das geht. So, hier sehen wir Hawaii Swing. Ja, und ich meine, dass wir das in Uden auch gehabt haben, der Hawaii Swing. Aber das weiß ich nicht sicher. Das heißt doch bei euch Icejet, ne? Icejet, ja. Ja, richtig. Ja. Und das ist ein sogenannter Swing Buggy, so heißt der Typ, ne? Ja. Und das ist von Hersteller aus Italien, von Bertasson. Ach so, ja. Hm? So wie die Scooter. Das ist auch Bertasson. Richtig, genau. Und das ist ein sehr, sehr schönes Fahrgeschäft hier. Findest du auch? Ja, sehr schön. Und sehr hart geht das rund. Die Schnellheit. Und was so schön ist in Deutschland, all das Essen, das ist immer Essen in Deutschland. In den Niederlanden haben wir auch Gyros und da hat man auf dem Platz zwei oder drei von den Gyros stehen. Und hier gibt es das Entchenangeln. Ja, aber in den Niederlanden ist das eine runde Zelt und hier ist das so. Da gehe ich angeln heißt es hier, nicht? Ja. Angeln. Ja, Markus, guck mal. Eine habe ich schon. Wie viel muss ich? So viel wie möglich, ne? Ja, die zweite. Nur die goldene. Das ist schade, dass Pascal Dunkers von Uedese Kermes nicht dabei ist. Richtig. Denn er hat das auch gut gemacht, denke ich. Mama, du machst das aber gut. Das machst du aber nicht zum ersten Mal, oder? So. Sag mal, wie heißt das Spiel nochmal in den Niederlanden? In den Niederlanden heißt es Eendjesvissen. Fischen ist Angeln. Oh. Ja. Und sind die Entchen anders wie in den Niederlanden hier? Nö. Na, dieselben? Ja, ungefähr. Und wie hat der Herr das aus den Niederlanden gemacht? Hat er sehr gut gemacht. Aber ich glaube, es ist das gleiche wie in den Niederlanden. So, jetzt müssen wir mal zusammen Geisterbahn fahren, ne? Ja, sehr schön, Geisterbahn. Ach so, der Zombie. Gehen wir jetzt mal rein, ne? Ja. Hast du Angst? Nö. Hast du Angst? Nee. Oh. Ich bin ja selber gruselig. Ja, ich auch. Wir können arbeiten hier. Markus, wir können hier arbeiten. Und hast du Angst? Ein bisschen. Also du darfst auf jeden Fall nicht die Arme so weit ausstrecken, ne? Nee. Hm? Nö. Ich gehe so sitzen. Alles klar. Jetzt geht's los, meine liebe Leute.
Oh mein Gott! Oh, heiß hier! Das ist eine Achterbahn! Ja, das ist eine Achterbahn. Oh, jetzt geht's los! So, erfrisch uns! Es ist gutes Wetter hier heute, Markus. Sehr gut, ne? Ja, jetzt müssen wir Lüden haben, dieses Wetter. Das stimmt. Okay, gehen wir wieder rein. So, jetzt müssen nach wir unten. Ja. Oh. Oh mein Gott. Oh. Ach so. Es nicht so. Ich denke, wir sehen besser aus. Dann oh mein Gott. Oh oh, ich bin nicht rein. Oh mein Gott. Ist eine lange Spuckschloss. Sehr oh. Und jetzt sind wir wieder da. Und wir leben noch. Oh, hat aber Glück gehabt, der hat dich beinahe erwischt. Ja, der Zombie meinst du? Ja, richtig. Ja. Hör mal, jetzt haben die dich beinahe erwischt hier. Ja, beinahe erwischt. Aber ich möchte gern zurück nach Uelen heute Abend. Und wie hat dir die Geisterbahn gefallen? Ja, sehr schön. Das ist Bier und Essen oder, ja, ich sag immer in Deutschland, das ist so lecker, das Essen. Das kann man sehen. Ja, bei mir auch. Ey, lecker essen. Lecker essen, gut essen. Und niederländische Spezialitäten, ja, gibt es natürlich in Deutschland auch, ne? Ja, das weiß ich, aber ich habe noch nie gesehen, dass man in Deutschland ein Barmischkeif hat, ein Kroket und ein Kipkorn. Das sind holländische Sachen, die hier, und der Frikadell. Aber in Deutschland ist ein Frikadell gemischt Fleisch und so gemacht, wie ein Hamburger. Ja, richtig. Ja, aber das ist der richtige Frikadell aus den Niederlanden. Hier gibt es ja dieses Pfeilwerfen, ne? Ja. Habt ihr bei euch in den Niederlanden auch? Aber nicht so viel. Nee. Wir haben nur Schießen und Dosenwerfen und ja, das haben wir auch, aber das sieht man nicht so viel. Lass mal einmal versuchen, liebe Leute. So, da bin ich mal gespannt. Nee, ich sag schon, ich bin nie glücklich im Spiel. Auf dieselbe Plätze, aber nicht kaputt. Ja! Ja, super, yes! Super, super. Wie ist das eigentlich mit dem Fußball? Spielt er da mit in diesem Jahr? Fußball habe ich keinen Verstand. Habe ich gar keine. Ich weiß, dass Deutschland gewonnen hat. Und morgen spielen wir in den Niederlanden, hier in Deutschland. Und ja, wir gehen auch winnen. Denkst du nicht? Ja, Holland geht winnen. Ja. Aber der, so wie in 88. Nee, da war ich nicht. Alles klar. Und was meinen Sie, wie sich der Herr aus den Niederlanden geschlagen hat? Er hat sich tapfer geschlagen. Er war ein Robin Hood. Er hat zweimal dieselbe Stelle getroffen. Oh. Hast du gehört? Du hast es gut gemacht. Ich habe es gut gemacht. Und danke für das Werfen. Und wird Deutschland Waldmeister oder nicht? Was denken Sie? Da kann man schlecht voraussagen. Oh, und wer, der Niederländer? Sind wir weg? Oh, der Niederländer fliegt raus. So. Ja, habe ich nicht gesagt, aber. Die Meinung? Ja, die Meinung, ja. Ich mochte da gerne hin, aber.
Ja, ich habe mir schon gedacht, du würdest gern mitfahren, ja. Aber leider wird es schon... Nee, das geht mir zu viel rund. Aber ich hätte beinahe was Verkehrtes gesagt. Der Kirmes Markus muss seinen Mund halten. Kirmes Markus? Nee. Du darfst alles sagen, gut zu mir. Ich will ja nicht frech werden. Nö. Sonst hassen die mich demnächst alle, wenn ich in die Niederlande komme. Wenn ich hier so viel Mist erzähle. Sag mal, ah, das ist der Markus. So, dann gehen wir mal weiter zum ja. Escape, ne? Ja, ein schönes Geschäft von Mundial aus den Niederländern. Was meinst du, soll ich den Felix mal fragen? Ein bisschen was über das Geschäft? Ja, ja, schön. Mach das. Gehen wir. Okay, hallo Felix, schön dich mal wieder zu sehen. Moin Markus. Und wir sind ja hier in Eschweiler auf der Sommerkirmes, so heißt die. Und hier ist ja eine Top-Beschickung, ne? Vor allen Dingen seid ihr zu Gast hier mit dem Escape. Genau. Mit dem Escape sind wir jetzt zum ersten Mal. Aber wir waren schon mit anderen Geschäften hier vertreten. Wie lange habt ihr jetzt aufgebaut hier? 8-9 Stunden. Wahnsinn. Wenn man mal überlegt, wie ihr angefangen habt, ne? Genau, das war schon ein bisschen länger. Und wie habt ihr das so hingekriegt, das so zu optimieren? Vereinfachung der Verladung, einige Sachen nochmal geändert, manche Sachen wegrationalisiert und dann hat sich das ergeben. Felix, wie ist die Idee entstanden, euch das Geschäft zuzulegen? Mondial hat uns damals den Escape vorgestellt und dann haben wir uns ein bisschen überlegt und dann gesagt, ja, das wird der Escape. Hatten die schon eine ziemliche Weile in der Schublade. Kann sein, dass so eine Idee viele, viele Jahre bei einem Hersteller in der Schublade liegt und irgendwann wird sie verwirklicht. Und das ist eine ganz besondere Drehbewegung, die man hier erleben kann, weil ihr habt einen Überschlag, aber der geht nicht über Kopf, ne? Genau. Technisch gesehen, wie funktioniert das Ganze hier? Ja, alles läuft über den Computer. Unzählige Sensoren, die sämtlichen Kram überwachen. Und wenn irgendetwas nicht richtig meldet, dann fährt er nicht. Ganz einfach. Und wie ist das mit Störungen? Habt ihr da Probleme mit oder ist das ganz gut so, wie das läuft? Alles? Toi, 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 läuft. Na komm, Freunde, jetzt gehen wir nochmal Gummi, ne? Ab mit euch, Finale! Es ist ja Mondial eine Kultfirma, also die baut ja auch sehr massiv und die hat ja sehr hochwertige Geschäfte und ich denke mal, die wissen auch genau, was sie tun, ne? Genau, wissen, was wir tun, lassen sich auch Vorschläge ein. Deswegen, wir arbeiten ja schon ziemlich lange mit der Firma Mondial zusammen. Da bringen wir unsere eigenen Vorschläge ein und dadurch entstehen noch mal bessere Sachen. Wenn die dann noch mal Verbesserungsvorschläge bringen, das ist dann natürlich schön. Was habt ihr denn alles schon für Geschäft von Mondial übersessen? Einmal den Topskin von Seiner Zwache. Na komm, eine Litze gibt's noch, die geht aus Haus hier. Ab geht's! Und na gut, den haben wir ja gebraucht erworben. Den Artistico danach, den haben wir neu gekauft vom Mondial. Und danach ist der hier gefolgt, der Escape. Euer Geschäft ist ja auch sehr, sehr familienfreundlich, ne? Genau, ab 1,20 Meter darf man mitfahren. Ist ja jetzt nicht so ein Twirlride in der Hinsicht, dass man jetzt einen brutalen Überschlag macht, sondern das ist ja jetzt auch mehr ein Geschäft für die ganze Familie in einer schönen Fahrt, ne? Genau, wir haben hier auch keine Schulterbügel. Und noch die Beckenbügel. Ja, dadurch hat man ja auch noch mal ein freieres Fluggefühl. Ja, immer herkommen, bis nächste Woche Sonntag sind wir hier. Und ja, hier kann man Spaß haben. Und die das nicht schaffen, wo ist dann der nächste Platz? Wir haben unsere nächste Station in Heilbronn. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Kermes und der Kirmes jetzt von den Süßigkeiten her gesehen? Also, das haben wir nicht in Holland, nicht, noch nie so viel wie hier. Aber seit 10 Jahren oder sowas haben wir auch den Früchten mit dem Schokolade. Und der Zuckerwatte heißt bei uns Zuckerspin. Das ist Zucker und ja. Und das ist dasselbe, denke ich. Aber das hier, das haben wir wieder nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Das sind Lassos. Ist das süß oder sowas? Ja, das ist eine Süßigkeit in Form von einem Lasso. Ach so. Du kennst ja ein Lasso, ne? Ja. Bei Indianer und so weiter. Ja, Lasso Indianer. Richtig. Und hier gibt es auch die leckeren Mandeln. Gibt es das in den Niederlanden auch? Ja, das gibt in den Niederlanden auch, ja. Sehr viele große Geschäfte mit Mandeln, mit Zucker, ohne Zucker, gebrannt, ohne gebrannt, alles. Also ist das schon sehr ähnlich, ne? Ja, das ist alles ähnlich. So, dann lass uns mal weitergehen, ne? Ja.
immer noch hier Hunger bekommen und dir den Laden leer kaufen, oder? Ja, sicher. Alles ist zu kaufen hier. Ich kann so hier arbeiten. Gehen wir mal weiter. Ja. Und wie ist das in den Niederlanden mit so Ausschenken und so? Gibt es die auch viel? Ja, das geht auf jeder Kirmes. Wir haben einen Tiroler Dorf bei uns. Ja, das ist noch nicht so lange. Ich denke 15 Jahre oder sowas, dass auch die Bratwursten in den Niederlanden zum Kirmes kommen. Ist das ein bisschen rübergekommen von Deutschland? Ja, das denke ich. Hm? Ja, und die Schokofrüchten auch, denke ich. Und hier gibt es auch den Frank Roos mit seinem Ausschank und den Grill. Da gehen wir gleich auch mal hin. Oh ja, das ist bekannt. Hm? Bekannt. In Deutsch gesagt. Und der ist ja auch öfter mal in den Niederlanden zu Gast. Ja, ne? Stimmt. Ja, und hier gibt es eine super coole Verlosung. Ne? Und vor allen Dingen interessant ist, das ist auch die Bauweise, die oft in Niederlanden zu sehen ist. Ne? Ja, stimmt. Und hier sagen sie Gewinne, 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 Gewinne. Und bei uns sagen sie Winne, 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 Winne. Ist also ähnlich. Sehr, sehr ähnlich sogar. Ja. Ne? Und wer da was für dich? Ich denke, dass ich da nicht drauf kann. Mir war es zu groß. Ach, dann nimmst du vorher ein bisschen ab, dann passt es schon drauf. Ja. Aber sehr schöne Preise. Auf jeden Fall. Wissen, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Guck mal, hier gibt es ja ganz viele leckere Waffeln. Ne? Ja. Die sehen doch richtig Nutella, gut aus, ne? Das oder? Haben wir auch, Nutella. Aber in Deutschland ist Nutella viel billiger. Moment mal, Nutella ist ja international, ne? Gibt es doch überall, oder? Ja, ja, aber bei uns muss man hier 8, 9 Euro für bezahlen. Aber wirklich? Ja, das in ist Deutschland ist viel billiger. Das ist ja flüssiges Gold. Ja, ja. Schokoladegold. So, jetzt guck mal noch mal kurz hier. Ja. Hier gibt es ja die leckeren Waffeln und die gibt es ja in den Niederlanden auch. Ja, ne? Und mit Kirschen und Erdbeeren. Und Schokolade. Guck mal. Das ist was aber das haben wir nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das heißt Dampfnudeln. Dampfnudeln? Ja, ja, okay. Richtig. Okay, das auch sehr, ich. Sehr lecker. Da ich ja Ahnung habe von Essen, ne? Ja. Da brauchst du mich ja nur mal einmal anzuschauen. Ne? Oder? Ja. So, guck mal, hier gibt es auch noch ein Feuerwerk am Freitag. Wie ist das eigentlich in den Niederlanden? Gibt es da auch noch Feuerwerke? Das ist ein schwieriger Frage. So, an dieser Stelle dürfen wir auch mal noch mal den Rüben, den Feuerwerksmeister, begrüßen, ne, oder? Ja, 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 ja. Der ist doch der Feuerwerksmeister von den Niederlanden. Von den Niederlanden. Ne? Rüben ist der Feuerwerkmeister von der Niederlande. Ist natürlich jetzt, Meister ist natürlich jetzt ein bisschen witzig ausgedrückt, aber er ist Spezialist, ne? Ja, 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 sehr sicher. Er mag das, ist ein großes. Dein Herz ist bei den Feuerwerkskörpern und der Kirmes, ne? Ja, Kirmes auch. Hm? Kirmes auch. Hm? Er geht viel zum Freizeitpark und so. Richtig. Ja. Und kommt auch jedes Jahr in Uden. Hm? Und er kennt sich mit Feuerwerken gut aus, ne? Ja. Ja. Und Rüben, de Groete uit Eschweiler. En jij moet ook een keer hier naartoe om te komen filmen. Hm? So, das war zu Rüben. Hier gibt es einen Autoscooter, ne? Ja, haben wir auch. Und wie ist das bei euch mit den Autoscootern? Ja, dasselbe. Aber hier hat man von der Sitze, das haben wir nicht. Bei uns stehen alle Leute. Ah. So, und dann abends gehen die Jugend rund um den Autoscooter und dann gehen sie auch gucken, ob da ein Mädel dazu steht. Aber das verstehe ich jetzt nicht, weil in den Niederlanden seid ihr ja gemütlich, ne? Ja. Und gemütlich ist halt, wenn man hier sitzen kann, ne? Ja. Aber sitzen ist besser. Ja. Aber das hat man bei uns. Guck mal, hier gibt es Dosenwerfen, aber besser gesagt, das heißt ja nicht Dosenwerfen, sondern Ballwerfen, ne? Ballwerfen. Also schmeißt ja nicht mit der Dose, ne? Nee, das stimmt. Ja, Ballwerfen. Habt ihr das auch bei euch? Ja, Bauwerfe, ja. Das heißt Bauwerpe in Hollandisch. Dann mal los. Ja. Zeig mal, was du drauf hast. Ich will einen werfen, ja? Alles klar. Wenn es darf. Ja. Darf ich einen werfen? Ich mach. Okay. Also, ich habe gesagt, ich bin im Spiel nie glücklich. Nur in der Liebe. Okay, dann gehen wir wieder. Das war jetzt aber gar nicht so schlecht, ne? Nö, okay. Das hat aber geflunkert. Das hast du gedacht, du kannst das gar nicht, ne? Ja. War jetzt ja ganz gut, ne? Wie viele Punkte bekomme ich von dir? Du kriegst von mir 1 Million Punkte.
Dankeschön für das Werfen. Danke. Warum heißt es Hau dem Lukas? Wer ist Lukas? Lukas ist, also ist ja ein ganz, ganz altes Spiel, ja, aus der Ritterzeit noch. Ja. Und das hieß früher Lucifer. Und man sollte den Lucifer vertreiben durch die Lautstärke und durch die Kräfte. Der Stärkste konnte den vertreiben. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, da hatten die Leute Angst davor. Ja. Und dann wurde das Lucifer, wurde dann Luca und Lukas über, ach, die Jahrhunderte. Ja, 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 sehr alt, das, ja, Spiel. Ja, ja, ja. Wie alt ist das? Ungefähr 1200 Jahre. Das war ja schon früher die Gaukler und so. Das war ja... Ja, ja, wir hatten jetzt, wir hatten vorher gesprochen über der Kirche. Ja. Da kommt der Kirmes, genau, vor. Genau, so ist es. Und, aber das ist sehr alt, das Spiel. Ja, und ich weiß ja, in Holland heißt das ja Kopf von Jutt, ne? Ja, Kopf von Jutt. Er weiß, ja, es. Ja, klar weiß ich das. Das, ja, ist mein Geschäft. Er weiß es. Und warum Kopf heißt das in Holland so? Ich habe keine Idee. Ja, das müsste man nächstes Mal fragen. Jutt, ich denke, ja, nee, ich weiß nicht. Kopf von Jutt heißt es in Holland. Ja, ja, das stimmt. Und dann, aber das sieht man nicht mehr so viel bei, nein, unserem Kirmes. In Deutschland schon? Nein, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht, weil es ist ein schwieriges Geschäft. Man muss viel arbeiten, sprechen und sprechen und machen und tun und hat auch mit sehr speziellen Gruppen zu tun, Leuten zu tun, ja, die anstrengend sind. Ach so. Und da braucht man ein dickes Fell, so heißt das bei uns. Was denken Sie? Kann Markus einmal durch das Mikrofon die Leute anrufen? Nee. Moment mal, ja, Moment mal. Der Markus steht nur hinter der Kamera, das kann er besser. Ich will mich jetzt poppen hier. Tja, du musst hier draufhauen, ne? Ja, das haben wir so gesprochen. Ich kann das. Der ich kam kann schon vor 3 Jahren an und hat gesagt, heute kommst du und du musst hier draufhauen. Herzlich willkommen. Oh. Mit dem Hammer auf den Knopf in der Mitte. Nur einmal. Oh. Ja. Dreimal klingelingeling da oben. Nee, sagt er. Nee. Okay. Ah, okay. Komm schon, noch einmal. Hadra! Jetzt! Ah! Was ist das? Ja, du musst den Knopf treffen, nicht, ach, hier daneben. Oh, da. Stell dich mal gerade davor. Ist das so ganz Deutschland, das? Ja, ja. Nee. Wie viel? Das ist weltweit, das ist YouTube. Habt ihr in Holland auch YouTube? Ja, ja, das, ja, dann ist auch in Holland da. Na, noch einmal. Noch einmal! Okay. Machst du es? Bedankt. Mach sie es. Ja, ich mache einmal. Schau, ja, mal. Du musst da drauf fahren in die Mitte. Ah. Und dann geht der auch nach oben. Ja. Aber. Es, ja, hat, das ist mein Job. Ja, Sie machen das öfter. Ich mache das öfter, ja, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Ja. Ich habe das noch nie gemacht in meinem, ja, Leben. Das erste Mal war es, ja, ganz gut. Ja. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ein Applaus! Yay! Ja, bedankt, Herr Kümmel. Ja, danke auch. Ist so wie ein Fernsehgarten, das ist so. So ein bisschen. Ja, schön, ne? Ja, danke schön. Sehr gerne. Schon wieder die Pink Date. Richtig. Ja. Und das ist ja sehr, sehr beliebt, ne? Ja. Oh, das hat man bei uns auch. Wie heißt das hier? Also Bungee springen. Bungee, okay. Bungee Trampolin. Trampolin, so heißt, mhm, das bei uns auch. Und das ist auch typisch nicht holländisch. Wie heißt das hier bei uns? Ja, Greipkrane in Holländisch. Greipkrane? Greipkrane. Greipkrane? Greip. Greif. Greipkrane? Ja. Okay. Das ist Eimerwerfen, heißt das. Eimerwerfen. Gibt es das in den Niederlanden auch? Mit Eimerwerfen, oder? Nein. Nee, mit dem Ball. Oh, mit dem Ball in den Eimer. Jetzt wollten wir aber foppen hier. Ja. Er hatte so über. Du bist aber ein Schlingel, du. Ja, Dose werfen. Aber er sagt, wir werfen keine Dose, aber Ballen. Genau. Und jetzt mit Eimer. So, schau mal hier, hier, ja, ist eine Welle. Leg den Ball in die Hand rein, ganz sachte von unten nach oben werfen und in den Arme hinein. Oh je. Oh je, dann leg mal los. Oh, der war ein bisschen sehr hoch. Jetzt mal, noch ein Stück tiefer ziehen. Du sollst doch nicht den Elefanten treffen, sondern hier den Eimer. Der und Elefant, ne? Hast du das gesehen? Der Russe ist so richtig zur Seite gegangen. Ich kann nicht mehr Deutschland ein, nach diesen Filmen. Was geht? Nee, so. Komm schon. Der war aber schon knapper. Es war letzte besser. Mal. Letzte Mal hier. Jetzt. Der letzte. Ah, oh, guck mal, da haben wir sogar den Eimer getroffen. Aber er war drin. Ja, danke schön. Sehr gerne. Du hast auf jeden Fall den Eimer reingetroffen. Rein, aber er ging auch wieder raus. Oh, aber er muss rein bleiben, denke ich. Ja, genau. Ja.
Sehr, sehr viele gute Geschäfte. Dankeschön, euch und, auch. Und viel Spaß noch. Danke sehr. Jetzt geht's nach Lost, ne? Ja, was ist das? Lost, Lost heißt ja verloren, ne? Ja. Ist ja Englisch, ne? Verloren. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht verloren gehen da drin, ne? Ja. Sonst kommst du nämlich noch zu spät zu arbeiten nach den Niederlanden. Ja, ne? Und nicht auf die Kirmes in Uden. Richtig, ja. Ich bin Casey Weber, 30 Jahre und Schaustellertochter in sechster Generation. Das Lost Escape Adventure ist ein Laufgeschäft, nicht traditionelles Funhaus, wie man das kennt. Das Ganze beginnt in einem Raum, ähnlich wie eine Fahrstuhlsimulation. Die Leute werden quasi in das Labor des verrückten Professor Willy Webers gebracht und müssen dann aus dem Labor flüchten. Das Ganze findet statt in Form eines Hindernisparcours. Wir haben verschiedene Hindernisse, Stangen, Wasserbecken, Kletterbalken. Und immer entweder weiter unten oder weiter oben sind verschiedene rote Knöpfe versteckt, die Leute drücken können. Und dann gibt es 10 Sekunden extra Zeit. Schön wäre natürlich immer möglichst schnell das Labor zu verlassen. Das ist die Challenge. Und am Ende kriegt ihr dann angezeigt, wie schnell ihr wart. So, jetzt haben mich mal ein paar Besucher gefragt, ob das ein klassisches Escape-Spiel ist oder eher so ein Laufgeschäft. Kann ich was dazu sagen? Also es gibt keine Rätsel zu lösen oder keine Aufgaben. Das ist zu schwierig. Ich denke, das wäre auch zu zeitaufwendig. Es ist ein reiner Hindernisparcours. Gehen wir davon aus, dass er in Zukunft noch so einiges am Geschäft basteln wird, ne? Ja, auf jeden Fall. Mein Mann hat schon viele Ideen für ihn, aber da verraten wir natürlich noch nichts. Und ich habe unwahrscheinlich viele Ideen, was wir außen an der Thematik noch machen können und ändern können. Deko, kleine Details. Ich liebe zum Beispiel den Stromkasten auf der anderen Seite, der einfach anfängt zu qualmen. Also da wird noch einiges kommen. Sehr cool. Gratulation vom Kirmesmarkt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Geschäft und eine Bereicherung für die deutschen Festplätze. Vielen Dank. Wir sind noch bis nächste Woche Sonntag in Eschweiler auf der Sommerkirmes. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Und ihr dürft euch natürlich auch gerne noch anderswo besuchen. Und freuen uns, euch dann in unserem neuen Laufgeschäft willkommen zu heißen. Oh my goodness. Ich habe keine Ahnung, aber das ist sehr schön. Können wir hier durch? Ja. Sehr schönes Geschäft. Ja. Drück, schnell, schnell, schnell. Ja, es geht weiter. Pass auf deine Kamera, dass er nicht... Ja, ja. Sonst ist die lost, ne? Die Kamera. Da kann ich ja froh sein, dass ich hier Fernsehen von Holland dabei habe. Sonst wäre ich hier nicht rausgekommen. Was passiert jetzt? Leute, Leute, Leute. So, wir haben es geschafft. Ja, Gratulation, ne? Du hast den Kirmes-Markus gerettet, ne? Du bist kein Loser, ne? Du warst nicht so gut beim Eimerspiel und man haut den Lukas, aber du hast den Kirmes-Markus ja heute aus Lost geführt, ne? So Dank, ist das. Ne? Also, du hast ja die Erde hergestellt, ne? Ja, heiß. Oh, das ist schön. Ja, wie gefällt es hier auf der Kirmes? Ich finde es sehr schön. Dieses Jahr die Beschickung ist hier in Eschweiler sowieso ein Traum. Ja. Wir haben ganz viele Fahrgeschäfte dabei, unter anderem der Escape von 2022, die Neuheit, den Take-Off, Riesenrad. Also Beschickung her, top. Und Roos ist ein sehr bekannter Name, auch in den Niederlanden. Das ist richtig. Wie ist das wie ein Schaustellerkind, um aufzuwachsen auf dem Kirmes in Deutschland? In Deutschland? Oh. Ja, das kann schwer sein, für die Schule ist es dementsprechend schwer. Ja. Da gibt es aber Lösungen, unter anderem die reisende Schule, so wie in Holland auch. Da gibt es diesen Wohnwagen, wo die reisenden Kinder in die Schule gehen können. Ja. Bis, ich glaube, 12 oder 13 Jahre ist das in Holland. Stimmt. Das haben wir nämlich auch gemacht, da waren wir in Holland auch mit vertreten. Ach so. Hier in Deutschland geht das bis zur 10. Klasse, können wir das machen. Also ab dem Moment, wo wir sagen, wir möchten Abitur machen oder Ausbildung machen, dann müssen wir auf eine richtige Schule gehen. Ansonsten haben wir auch eine Bezirkslehrerin, die sich dann auch um die einzelnen Kinder kümmert. Und an sich kann es anstrengend sein, was die Schule betrifft. Aber nach der Schule Spaß machen. Ja, Spaßfaktor ist definitiv. Hausaufgaben. Ich war immer fleißig von der Schule aus. Okay. Ich war eine Ausnahme. Ja. Ja, ich hab lange her, war am Fernsehen, im deutschen Fernsehen, war da ein Programm, das heißt der Kirmesmacher. Okay. Und da habe ich gesehen, dass die Eltern und die Kinder gar nicht so schön fanden, dass die Kinder eine Woche weg waren und dann in den Wochenende immer zurückkam. Hier in Deutschland ist das so, dass die einen Kinder mit der Familie die ganze Zeit, das ganze Jahr über zusammen reisen. Dann sind auf den Plätzen, so wie in Holland auch,
dann die bestimmten Schulen, wo man dann hingehen kann, die Bezirkslehrer, wo man dann Mathe, Deutsch lernen kann. Und es gibt halt auch Kinder, das habe ich auch gemacht, also ich habe eigentlich alles durch, was man machen konnte. Sehr spezial, liebe Leute, ja. Sehr spezial. dass wir Verwandtschaft hatten, ja, wo wir dann fest zur Schule gehen konnten. Das heißt, wir sind dann in der Woche fest zur Schule gegangen in der Stadt und sind dann am Wochenende bei unseren Eltern gewesen, wo wir dann aushelfen konnten. Ja, ja. So, aber wie gesagt, das... Aber du bist die ganze Zeit immer Schausteller jetzt. Ja. Nicht etwas anders. Nein, nee. Nur Schausteller. Ich habe zwar Abitur gemacht, aber ich bin nur Schausteller. Wofür hast du Abitur gemacht? Wirtschaftsabitur. Ach so, okay. Ja. Aber das hast du neben dir gemacht und genau, du bist die Kirmes aufgegangen. Richtig. Du hast auch die Bratwurst und so. Ja. Esst du das den ganzen Tag, oder? Fast alle zwei Tage, ja. Oh, da bist du schlank. Wie geht das? Ich muss nur gucken und dann bin ich schon. Nein, das glaube ich nicht. Ja, schon. Das ist so. Aber das hat auch nicht jeder. Ganz viele beispielsweise im Süßwagen kenne ich einige, die sagen, die können das nicht mehr sehen, die möchten das alle nicht mehr essen, aber. Also, als Schausteller, ist das ein langer Tag? Haben Sie lange Tage? Ja. Von morgens, von. Wir haben jetzt hier heute angefangen um. Ich glaube um 10 Uhr. Okay. Für die Vorbereitung haben wir offiziell eröffnet um 14 Uhr, also um 2 Uhr. Und haben auf bis um 10 Uhr heute Abend. Und, das also ist, und dann Stunden muss man noch aufräumen, oder? Aufräumen, ja. Aufräumen und dann zu Bett. Oder dann beginnt der Abend? Dann beginnt die Feierlaune. Okay. Dann wird noch gefeiert. Dann wird noch gefeiert. Okay. Ich wünsche dir sehr gute Geschäfte. Ja, danke schön. Ja, der Take-Off wartet auch auf euch, ne? Auf der Sommerkirmes in Eschweiler. 10 Tage sind wir hier und wir freuen uns über jeden, der herkommt. In diesem Sinne gehe ich mal weiter über die schöne Kirmes hier in Eschweiler, weil hier ist eine Top-Beschickung und ich kann nur jeden nahelegen, kommt her, weil das ist der absolute Wahnsinn hier. Herr Ehlinghaus, dürfen Sie eigentlich auch Alkohol trinken? Aber natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Natürlich alles in Maßen, wie es sich gehört und auch mit Rücksicht darauf, dass ich meistens noch fahren muss. Aber ein Glas ist immer drin. Schließlich ist das Bier nach den Rezepten der Mönche gebraut. Also der Ursprung ist im Kloster zu finden. Und von daher dürfen wir auch gerne genießen, was die Klosterbrüder an Leckerem entwickelt haben.